Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Emitec, Spezialist für Abgasnachbehandlung. Mobilität erzeugt Wohlstand und wir sorgen für umweltfreundliche Mobilität. Emitec. Und NSK, führender Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK, Motion and Control. Hallo und herzlich willkommen zu den Autonews. Wir berichten über Aktuelles aus der automobilen Welt. Mein Name ist Melanie Kusterer. Entscheidung bei Schaufenster Elektromobilität. Die Bundesregierung hat ihre Entscheidung für die Gewinner des Projektes Schaufenster Elektromobilität bekannt gegeben. Neben Baden-Württemberg, Niedersachsen, Bayern und Sachsen darf sich auch Berlin-Brandenburg über den Zuschlag freuen. Die Entscheidung beruht auf den Empfehlungen einer 13-köpfigen Fachjury aus Wissenschaftlern und Fachverbänden, die 23 Bewerbungen geprüft und bewertet hatte. Als Schaufenster sind laut der Bundesregierung diejenigen groß angelegten regionalen Demonstrations- und Pilotvorhaben ausgewählt worden, in denen die innovativsten Elemente der Elektromobilität an der Schnittstelle von Energiesystem, Fahrzeug und Verkehrssystem gebündelt und deutlich auch international sichtbar gemacht werden. Für das auf 3 Jahre angelegte Programm stellt der Bund Fördermittel in Höhe von bis zu 180 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem Beginn der Projektarbeit der einzelnen Konsortien wird noch in diesem Jahr gerechnet. ThyssenKrupp vor Verkauf zweier Automobilsparten. Laut einem Medienbericht steht der Stahl- und Technologiekonzern ThyssenKrupp kurz davor, seine beiden Firmen Bilstein Suspensions sowie Tailored Blanks zu verkaufen. Als mögliche Interessenten werden neben zwei Finanzinvestoren auch der italienische Autozulieferer Sogefi genannt. Mit Federsystemen, die unter anderem im Motorsport zum Einsatz kommen, setzte Bilstein mit seinen über 2100 Mitarbeitern zuletzt rund 500 Millionen Euro um. Einen Jahresumsatz in ähnlicher Größenordnung erzielte zuletzt auch der Unternehmensbereich Tailored Blanks. Dies entspricht nach eigenen Angaben einem Weltmarktanteil von rund 41%. Der in Duisburg und Essen ansässige DAX-Konzern hatte im Mai 2011 bereits die geplante Abspaltung von seiner Edelstahlsparte sowie großen Teilen seines Automobilzulieferergeschäfts bekannt gegeben. Die Bereiche erwirtschafteten zuletzt einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro, was knapp einem Viertel der Einnahmen des Gesamtkonzerns entspricht. Leichte Absatzsteigerung im deutschen Pkw-Markt. Im März 2012 hat der deutsche Pkw-Markt um mehr als 3% auf rund 339.000 Einheiten zugelegt. Im gesamten ersten Quartal wurden somit rund 774.000 Pkw in Deutschland neu zugelassen. Das entspricht einem Anstieg von etwas mehr als 1% gegenüber dem relativ hohen ersten Quartal 2011. Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie, bestätigt dem deutschen Markt eine robuste Verfassung, macht aber deutlich, dass insbesondere die hohen Kraftstoffkosten ein Bremsklotz im Neuwagengeschäft seien. Die Exporte haben ihr gutes Niveau des Vorjahres auch im März bestätigt. Insgesamt wurden rund 417.000 Pkw ausgeführt. Das ist gegenüber März 2011 zwar ein Rückgang von 5%, allerdings ist dies vor allem auf eine geänderte statistische Erfassung zurückzuführen. Honda verdoppelt europäische Produktion. Der japanische OEM blickt wieder deutlich zuversichtlicher in die Zukunft. Nach den Naturkatastrophen in Thailand und Japan im vergangenen Jahr, die für massive Produktionsrückgänge sorgten, hat sich das Unternehmen scheinbar wieder erholt. Nun plant der Autobauer, die Produktion in seinem europäischen Werk in Swindon, Großbritannien, deutlich zu erhöhen. Ziel ist, mit einer Steigerung auf 180.000 Einheiten die europäische Fertigungskapazität im Jahr 2012 zu verdoppeln. Schon ab Mai wird der neue Civic in Swindon in 2 Schichten gebaut. Ab Herbst startet dort zudem die Herstellung des neuen europäischen CRV. Mercedes-Benz muss sparen.
Der Stuttgarter Autobauer muss laut einem Zeitungsbericht in den nächsten Jahren Kosten in Milliardenhöhe einsparen, um das in Aussicht gestellte Profitabilitätsniveau sichern zu können. Wolfgang Bernhard, Einkaufs- und Produktionschef bei Daimler, erwartet Einkaufskostensteigerungen von bis zu 6 Milliarden Euro, welche er bis 2017 ausgleichen will. Die höheren Kosten entstehen vor allem durch Technologien zur CO2-Einsparung, durch die Verteuerung des Rohmaterials sowie eine höherwertige Ausstattung der Fahrzeuge. Dagegen setze das Unternehmen auf eine Ausweitung der Modulstrategie sowie auf eine Reduzierung der Fahrzeugarchitekturen. Während heute 4 Basisarchitekturen genutzt werden, soll es ab 2015 nur noch eine Architektur für Heck- und eine für frontgetriebene Modelle geben. Darauf werden dann 30 verschiedene Modelle aufbauen, die sich allesamt aus dem Modulbaukasten bedienen. Die daraus entstehenden Skaleneffekte will Mercedes in Verhandlungen mit den Lieferanten einbringen und nutzen. VW denkt über Leasingbatterien für E-Autos nach. Laut einem Medienbericht will der Wolfsburger OEM Elektroautos möglicherweise in Zukunft mit Leasingbatterien anbieten. 2013 plant Volkswagen, die ersten reinen Elektroautos auf den Markt zu bringen. Und selbst bei stark rückläufigen Kosten für Lithium-Ionen-Akkus sieht Rudolf Krebs, Elektroautochef bei VW, die Batterien als problematischsten und teuersten Bestandteil im Fahrzeug an. Durch das Leasingangebot will er den Markteintritt für die neuen Pkw erleichtern. Das waren die Autonews für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Ausgabe.